Gibt es wirklich einen ganz massiven Notstand auf den Intensivstationen, wie viele Medien vermitteln? Hat auch die Politik eine Verantwortung an der Situation, die wir jetzt haben, oder sind nur die Geimpften schuld? Macht eine Impfpflicht Sinn? Und wie kann man sich noch gegen Corona schützen? Ich habe heute einen der in meinen Augen kompetentesten Ansprechpartner in diesen Bereichen im Video gehabt, Herrn Professor Dr. Klaus-Dieter Zastrow. Er war Vorsitzender der Ständigen Impfkommission, der STIKO, und er war auch Vorsitzender der Hygienekommission. Ich denke, es ist eines der interessantesten Interviews. Ich mache es auf Odyssee und auf Rumble wegen der Gefahr der Zensur hier, obwohl Herr Professor Dr. Zastrow ein entschiedener Verteidiger der Impfung ist. Er sagt, sehr sinnvoll, machen Sie das. Seine Kritik an der Politik, die ist sehr heftig. Er hält es auch für nicht sinnvoll, dass wir im Moment wieder massiv verschärfen. Habe ich Sie jetzt richtig wiedergegeben im Großen und Ganzen, Herr Professor? Oder gibt es da schon etwas, wo Sie sagen, nein, der böse Journalist hat das verdreht? Nein, ich war nicht Vorsitzender der STIKO, sondern Geschäftsführer der STIKO. Geschäftsführer, genau, also Chef, genau. Ja, also das ist der, ja. Genau. Aber Sie sind vom Fach, aber fachlich war es richtig. Ja. Ich bin Facharzt für Hygiene und qua Amt. Das, vielleicht ist das ja auch noch interessant. Ich war ja 9 Jahre lang in diesen Positionen. Ja. Mhm. Und beim damaligen Bundesgesundheitsamt und das Robert-Koch-Institut Institut ist eine Reliquie, ein Überbleibsel des Bundesgesundheitsamtes. Ja? Und denn das hatte Seehofer ja dann aufgelöst, weil wir sehr eigenständig waren. Uns konnte nämlich kein Ministerium, kein Politiker irgendwas vorschreiben. Da gab es ein Errichtungsgesetz von 1954, in dem drinsteht, ist eine eigenständige Bundesoberbehörde und unterliegt keinerlei Weisung. Und das hat Herrn Seehofer nicht gepasst. Ja? Und die schläfrigen Abgeordneten haben damals alle die Hand gehoben, wussten gar nicht, worum es geht. Und damit war dann das Bundesgesundheitsamt aufgelöst. Und jetzt stehen die unter der Knute des Ministeriums. Der Wieler, der darf so auch alleine gar nichts sagen. Ja. Also Sie sehen schon, Herr Professor Dr. Zastrow nimmt kein Blatt vor den Mund, und glauben Sie mir, was er hier zu sagen hat zur aktuellen Corona-Politik und zur Verantwortung der Politik, das ist starker Tobak. Deshalb auch nicht hier auf YouTube wegen der Zensurgefahr. Gehen Sie mit mir rüber auf Odyssee und auf Rumble. Vielen herzlichen Dank nochmal, Herr Professor. War mir eine Freude. Sehr gerne. Vielen Dank. Auch Ihnen, liebe Zuschauer, gehen Sie mit mir rüber. Alles Gute. Danke. Wir sehen uns so. Reitschuster.de.